Willkommen zurück. Heute geht es endlich weiter mit der VR6-Zylinderkopf-Videoreihe. Wir sind wieder bei NG Motorsports in Helbsen. Das ist Tim. Hallo. Der ist schon ganz heiß drauf, heute den Kopf zu fräsen. Hier seht ihr das Herzstück von dieser Firma eigentlich. Also nicht dich, Tim, sondern die Maschine. Ja, mich auch. Nein, das ist unser Fünfachser. Mhm. Fünfachs-Simultan-Fräsmaschine, auf der wir alle Kanäle fräsen, digitalisieren, also damit Tasten, Zusatzarbeiten erledigen. Also das ist wirklich das, wo wir den größten Teil unserer Arbeit wirklich mit durchführen. Wir steigen mal ganz unten ein. Was bedeutet 5-Achs? Man hört ja immer 5-Achs-Fräse, damit die Leute sich so, wir haben bestimmt etliche Zuschauer, die keine Zerspaner sind, denen noch einmal kurz nahelegen, was eigentlich 5-Achs bedeutet. Recht einfach bedeutet das, dass die Maschine 5 unabhängig voneinander bewegliche Achsen hat. Mhm. Also beispielsweise der eigentliche Tisch, wo jetzt der Zylinderkopf auf dieser Spannplatte montiert ist, der Tisch lässt sich, um also zwei Achsen jetzt ganz einfach anzufangen, der Tisch lässt sich nach vorne und hinten bewegen. Das ist eine Achse, die Y-Achse, und beispielsweise von rechts nach links. Mhm. So, und das ist die X-Achse und das sind die ersten beiden. Dann haben wir diese Drehachse noch, die A-Achse, und haben oben die B-Achse, wo wir den gesamten Kopf oben schwenken können. Und wir können natürlich die Spindel in Z, das ist die Z-Achse, hoch und runter fahren. Okay. Oben kommt das Werkzeug rein. Ja. Und diese 5 Achsen sind einfach notwendig für diese Kanalbearbeitung. Ja. Ja. Wie fängt das Ganze an? Also ich sehe schon diese dezent gefräste Platte da unten drunter. Ja. Mit der Nummer 3. Genau, mit der Nummer 3. Eine unserer ältesten Spannplatten. Spannplatten, okay, du sagst es. Ja, genau. Spannplatten ist, diese Platten sind einfach schlichtweg notwendig, um die Köpfe erstmal in die Maschine zu bringen. Wir haben also für jedes Programm, für jedes Typ Zylinderkopf, eine Platte oder entsprechend eine Platte, die mehrfach belegt ist, wo wir erstmal schlichtweg die Köpfe drauf montieren können. Und warte mal, gucken, ob ich da noch ein bisschen hoch. So, da ist der Kopf erstmal ganz simpel drauf verschraubt. Wir gehen da immer über die Nockenwellen, Lagergasse, weil die halt in der Regel nicht geplant ist. Mhm. Das heißt, da ist die Höhe immer konstant. Wir montieren den recht spielfrei. Und dann wird er nochmal über einen Referenzpunkt am Kopf selber abgenullt, wo quasi das eigentliche Null ist. Ja. Ich sehe, dreh nochmal einmal zurück. Ja? Ich sehe zur Sekunde schon, dass ihr die Platte auch noch für einen anderen Kopf nutzt und von der Seite einen anderen Kopf gegenschraubt. Genau, ne? Genau. Sieht nach R32 aus, oder? Ja, das ist, auf der sind 4, 5 Programme drauf. Also man bündelt die, oder wir versuchen die dann meistens so ein bisschen themenmäßig auch zu bündeln. Das heißt aber, ihr habt wirklich für jeden Kopf so eine eigene Spannplatte. Ja. Man kennt das ja sonst so, dass man das mit so Gabeln festschraubt oder sowas, ne? Ja. Das wäre wahrscheinlich vom Ausrichten her und so weiter viel zu viel Action. Geht nicht. Also der Aufwand am Anfang, diese Platten zu erstellen, ist recht groß. Genauso wie es viel Aufwand ist, das Programm erstmal zu bauen. Aber es muss danach halt laufen und dann schnell laufen. Wie viele Köpfe sind in den letzten Jahren so ungefähr durch diese Fräse hier schon gelaufen? Nur so, damit die Zuschauer mal so einen Richtwert haben, was hier so an Durchlauf an Köpfen ist, dass sie wirklich... Tausende. Tausende, okay. Tausende. Das heißt, die Maschine läuft auch nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern die läuft auch gerne mal über Nacht und so weiter. Nicht komplett über Nacht, aber mehr als 8 Stunden am Tag oder auch am Wochenende, Nachtschichten und so weiter, ja. Okay. Ihr habt in dem letzten Teil ja schon gesehen, wie der Kopf vorbereitet wird. Jetzt haben wir den Kopf genommen, jetzt steht er da drauf. Mhm. Wir tun jetzt mal so, als hättet ihr noch nie einen VR6-Kopf gemacht. Mhm. Weil es gibt natürlich auch viele Kunden, die nicht so wie ich einen Wald- und Wiesenmotor haben, sondern wenn wir jetzt irgendeinen Kopf hätten, den es noch gar nicht geben würde, dann muss ja erstmal die Fräse wissen, was sie machen soll. Mhm. So jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ganz, ganz vereinfacht. Also der erste Schritt ist jetzt dann in dem Moment getan. Spannplatte ist angefertigt, der Kopf ist drin. Dann machen wir das Ganze, alles, was an Programmierung und Tasten geschieht, passiert alles auf der Maschine, an der Maschine. Wir haben keinen separaten CAD-Arbeitsplatz. Ah, okay. Ist verhältnismäßig wichtig, weil immer wieder Kunden auch mit CAD-Datensätzen an uns rankommen. Die Möglichkeit, das zu importieren,
ist da, aber es ist viel, viel aufwendiger, als wenn wir es über diesen Messtaster, muss ich dann vielleicht auch ein Wort dazu sagen, genau, was der überhaupt macht. Wir hatten das in einem anderen Video schon mal, aber erklär ruhig den Messtaster nochmal. Der Messtaster wird im Prinzip in der Maschine aufgenommen, genau wie ein Werkzeug, und hat unten eine Messkugel dran, die genau eingemessen ist. Also die Maschine weiß haargenau die Koordinaten, den Mittelpunkt, das Zentrum dieser Messkugel, und kann dann, wenn ich sie auslenke, so mal einmal gucken, also der Taster kann quasi ausgelenkt werden, und in dem Moment, wo das passiert, sendet der Taster ein Signal an die Maschine selber, an den Rechner, und meldet dem eine Berührung. Und das kann man sich halt zunutze machen, einfach nur um Werkstücke einzumessen in der Maschine, abzunullen, oder eben um komplette Formen zu ertasten. Und du hast gefragt, wie wir loslegen würden. Der Kopf geht in die Maschine und dann muss man der Maschine erstmal ungefähr sagen, was ist hier überhaupt Phase, wo musst du hin. Dann werden Ebenen festgelegt. Jetzt gucken wir mal. Hier sieht man jetzt schon so ein bisschen, sieht nach einem wilden Durcheinander aus. Das sind die ganzen Kanäle, die der jetzt hier hat. So, der ist natürlich irgendwann schon mal getastet worden, aber man kann das, glaube ich, ganz gut sehen. Der Kanal wird aufgeteilt. Hier ist es verhältnismäßig simpel. Der wird aufgeteilt in verschiedene Ebenen. Das sind diese Planes, die man hier so leicht weißlich durchschimmern sieht. Und innerhalb dieser Ebene tastet die Maschine dann. Wir können jetzt mal einen anfangen zu tasten. Und dann kann man auch sehen, wie die Daten entstehen, also die Datenpunkte, und wie die Maschine danach die Fläche daraus hochrechnet. Aber diese Grundkonstrukt, diesen Grundkanal, den müsst ihr schon jetzt mehr oder weniger vorgeben. Also es ist nicht so Kopf rein und scannen. Nee, also diese Vorbereitung, bis das hier steht, so wie man sieht, da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Okay, also man natürlich alle Ebenen festlegen muss, die Aufteilung festlegen muss, damit die Maschine genau weiß, hey, wo geht's denn hier überhaupt los? Also es ist jetzt nicht so, dass die Maschine mit dem Kopf leicht gegenfährt mit dem Messkopf und gleich merkt, hier ist Feierabend, jetzt muss ich woanders hin. Ich sag mal, wie Beispiel hier diese Rasenmäher, die man jetzt zu Hause hat, ne? Die einfach einen ganzen Tag lang auf dem Rasen hin und her fahren, bis sie irgendwann am Ende angekommen sind und wieder zurückfahren. Das ist ein cooler Vergleich. So ganz anders ist es nicht. Ich lasse es mal laufen, wir tasten mal zwei Ebenen, oder die erste tasten wir mal ein. Und dann sieht man, wie die, ich sag mal, Bewegungsstrategie der Maschine ist. Weil sie fährt auch durchaus, natürlich fährt sie auf Berührung und fährt dann immer so eine kleine Schleife zurück und tastet sich damit im Kreis. Aber immer nur in dieser einen Ebene. Immer nur in der Ebene. Und dann musst du sagen, jetzt die nächste Ebene. Genau. Okay, verstehe. Das heißt, man muss schon daneben stehen beim ersten Kopf und wirklich Ebene für Ebene sagen, so, jetzt die nächste Ebene. Ebene für Ebene und... Und das auch dann für jeden einzelnen Kanal. Ja. Weil du ja nicht weißt, ob die wirklich genau gleich sind. Und dann selbstverständlich musst du der Maschine noch die Strategie vorgeben, wie sie die Ebenen erreicht. Weil sie ja nicht, die Maschine weiß ja nicht, inwiefern, wo ein Zylinderkopf drumherum ist. Also... Das Teil in der Länge, wenn man da jetzt wirklich bis auf diese Tiefe irgendwo reintasten möchte, man muss also alle Kipppunkte und so weiter, muss man vorgeben. Das heißt, was würdest du tippen, wenn ich dir jetzt einen VR6-Kopf bringen würde und würde sagen, digitalisier den mal für mich, wie lange dauert das in Summe? VR6 ist ein schwieriges Beispiel an der Stelle, jeder Kanal anders ist. Die Aufteilung im Kopf ist relativ kompliziert. Der einfachste Fall für uns ist, wenn man beispielsweise einen Vierventilkopf nimmt, der spiegelsymmetrische Kanäle hat, also über eine Achse ein Kanal gespiegelt wird. Wenn es einfach ist und haben einen guten Tag, dann bist du in einem Tag ungefähr fertig. Das heißt, du fängst mit morgens, einem 16V, der spiegelsymmetrisch ist. Du fängst also morgens an, tastest den ganzen Tag, baust es auf. Und dann ist man so gegen Feierabend, so nach 8 Stunden ungefähr so weit, dass man sagen kann, ich habe jetzt eine Fräsbahn da drin, ich kann jetzt mal einen Fräsversuch starten. Dann läuft das aber immer noch nicht. Ah, okay, also schon eingetastet und theoretisch ein Programm geschrieben, wie er diesen Kanal fräsen könnte. Genau, und dann muss man halt testfräsen. Und dann geht es los mit der Optimierung. Und dann geht es los mit der Optimierung. Okay. Ist also ein bisschen aufwendiger. Wir gucken uns das jetzt mal an. Okay.
Ich lösche uns mal hier die ersten beiden Datensätze raus aus den ersten Ebenen. Man sieht das hier nochmal, wie der Kanal unterteilt worden ist. Und diese Ringe ist quasi das, was er jetzt pro Ebene das sind die, abtasten das sind, soll. Das ist theoretisch ein fräsfertiger Kanal, den ich eben nur einmal kopiert habe, um das jetzt einfach mal zu zeigen. Das sind die Ebenen mit den ursprünglich getasteten Daten, okay, also, und modifiziert. Also das ist schon der große Normalerweise Kanal. Würde er diese blaue Linie jetzt gerade noch nicht wissen, sondern genau. Würde jetzt erstmal in der schattierten Fläche da messen. Genau. Okay. Ich gebe ihm jetzt die beiden Ebenen vor und sage ihm, er soll da jetzt mal tasten. Ich muss mich einmal gerade orientieren. So, ich positioniere den jetzt nur grob vor. Auf dem Monitor sieht man jetzt auch so die obere, leicht bläulich gefärbte Ebene ist die oberste Manifold-Ebene, wo quasi das Saugrohr draufgesetzt wird. Mhm. Und ich sage ihm jetzt, wir machen mal nur die oberste. Und ich sage jetzt mal, er soll die mal tasten. Das ist okay. Hier geht es um Kipppunkte. Nein. Das ist okay. Ich habe ihm jetzt nur erlaubt, die Daten zu löschen. Jetzt sieht man auf dem Monitor, wie er ranfährt. Und in der Maschine siehst du auch genau, wie er mit dem äußeren Radius, also mit dem Zentrum der Kugel, anfängt, auf der Ebene zu fahren. Wenn du dann nochmal rüber gehst, siehst du jetzt, wie hier die Linie entsteht. Also hier werden die Datenpunkte jetzt gesammelt. Das ist diese kleine Nase für das Einspritzventil. Also man hat unterm Strich lauter einzelne Messpunkte, die am Ende interpoliert werden. Ja. Das sieht ja witzig aus. Und es gibt halt die beiden Möglichkeiten, dass wir entweder einen Serienkopf eintasten oder von Anfang an mit einem Musterkopf arbeiten, den ein Kunde schon mal irgendwann bearbeitet hat oder sehr erfolgreich im Motorsport eingesetzt hat und sagt, das ist ein Kanal, der funktioniert, damit haben wir Leistung erzielt, den möchte ich bitte bei euch reproduzieren. Ja, stimmt, das ist natürlich auch, oder gerade auch, wenn es so um so historische Fahrzeuge geht, so historische Rennwagen, wo irgendwann mal irgendein Guru so einen Kopf bearbeitet hat und jetzt aber doch Ventil abgerissen ist und alles einmal Salat ist, der den Kopf aber wieder genauso haben will. Genau, das stimmt, das ist natürlich dann auch ein Traum. Okay, hier seht ihr jetzt den Kanal. Jeder VR6-Fahrer wird diese Kontur ziemlich gut kennen. Die ist nämlich auch in der Dichtung drin. Mhm. Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal und tun einfach mal so, als wenn die Maschine jetzt den ganzen Kanal schon gemessen hätte. Mhm. Dann ich klicke jetzt nochmal die anderen wieder mit rein. Jetzt entstehen dann quasi Ebene für Ebene, entstehen diese Datenpunkte. Mhm. Die erste ist halt jetzt auch noch völlig unsauber, ist aber im Prinzip egal für das, was wir zeigen wollen. So, dann... Ich rechne jetzt einfach nur mal die Fläche hoch. Mhm. Ah, okay. Jetzt nehme ich unsere Ebenen mal raus. Jetzt sieht das ein bisschen komisch aus, weil wir halt eine Originalebene oben eingetastet haben, die an unseren eigentlich schon verbesserten Kanal anschließt. Man sieht hier, wie die Linien leicht unsauber sind. Mhm. Mhm. Und auf der Basis, sage ich mal, auf der Datenbasis würde man den Kanal dann modifizieren können. Okay, und wenn ihr jetzt den Kanal eingetastet habt und der Kanal so fertig ist, dann geht ja das eigentlich, ich sag jetzt mal, Engineering erst los, ne? Und auch, ich sag ja mal, Erfahrung, das Ganze zu optimieren. Genau, wo es eben, das ist genau das Stichwort, es ist eben Erfahrung. Mhm. Genau, also es ist einfach ganz furchtbar viel, weil man so viel über die Jahre gesehen hat und so viele Programme gebaut hat, so viel gemessen hat, so viele erfolgreiche Kanalformen kennt, dass man mittlerweile recht schnell den Kanälen das wirklich schlichtweg ansieht und das genau weiß, in welche Richtung gehe ich da, welcher Radius ist mir zu groß, wo ist es zu klein. Das heißt, ihr würdet jetzt am Rechner die Kanalform, ich sag jetzt mal, so zurechtschieben,
wie du aus Erfahrung sagen würdest, das könnte gut funktionieren. Ja, also, ja. Dann kommen aber zwei Risikofaktoren. Einmal kann es natürlich immer passieren, wenn du es das erste Mal fräst, dass auf einmal irgendwo ein Loch ist. Ja. Weil wenn halt einfach kein Fleisch im Kopf dafür da ist, kannst du es auch nicht erzeugen. Ne? Auch das hat was mit Erfahrung zu tun. Wir tasten. Selbst wenn wir von einem Kunden einen handgemachten Kanal bekommen, der sagt, ich möchte das Ding so reproduziert haben, selbst in dem Moment tasten wir immer noch mal einen originalen Kopf ein, legen das Ganze übereinander, um genau zu sehen, an welcher Stelle nehmen wir wie viel Material raus. Und wenn man dann an einer Stelle sieht, boah, da geht 7 mm Wandung flöten, dann ist das schon mal ein ganz klares Indiz dafür, boah, das ist mehr als eng. Kann man Pi mal Daumen bei so einer Kanaloptimierung sagen, viel hilft viel? Nein. Ist nicht so. Weil viele kennen das ja, Foto vom Kopf, boah, geil, Riesenkanäle, muss toll sein. Nein, das ist kompletter Quatsch. Im Gegenteil, du versuchst den Kanal möglichst klein auszulegen. Das muss immer das Ziel sein. Wenn man jetzt zum Beispiel die Fließbank, die wir ja auch schon mal gezeigt haben hier bei uns, wenn man auf einer Fließbank einen Kanal entwickelt, dann wird der in der Regel zu groß, weil man auf der Fließbank versucht, möglichst hohe Zahlen zu erreichen. Ist aber auch nur die halbe Wahrheit, weil wenn der zu groß wird, die Fläche zu groß, sinkt die Strömungsgeschwindigkeit, das Drehmoment geht in den Keller. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Kopf, der gut funktioniert. Das Ziel ist immer, den Kanal möglichst klein zu halten und damit die möglichst höchsten Durchflusswerte zu erzielen. Verstehe. Alleine, weil dann natürlich auch die Strömung am höchsten ist von der Geschwindigkeit her. Genau. Okay, also doch ein bisschen komplexer. Dieses Thema Fließbank ist auf jeden Fall auch so interessant, wenn wir unseren Kopf am Ende komplett fertig haben. Dann können wir ja eigentlich mal vorher nachher messen. Können wir machen, ja. Das wäre jetzt, wenn wir gleich am Anfang anfangen mit Messen, das ist dann wieder so viel Zeit dazwischen und so, wir machen das mal anders. Wir messen wirklich, wenn alles fertig ist, vorher, nachher und sehen so wirklich einen richtigen Effekt. Ne? Ja. Weil du hattest ja im ersten Teil schon angesprochen, dass der VR6-Kopf sogar ein Kopf ist, wo wir wahrscheinlich viel, viel rausholen können. Ne? Der hat ziemlich viel Potenzial, ja. Okay, zeig uns doch mal den Originalkanal und den von euch optimierten Kanal. Wenn du... Ich nehme das als Beispiel, weil es einfacher darzustellen ist. Ich nehme jetzt mal die erste Ebene oben. Intake Oval, so. Die liegen jetzt hier schon übereinander. Man sieht, ich habe den Kanal vorher kopiert, als Tastgrundlage verwendet. Und hier oben weicht das Ganze quasi ab. Also hier oben kann man jetzt ganz klar den Vergleich sehen. Also grün ist das, was neu ist? Grün ist die neue optimierte Bahn und das orangefarbene ist das, was ich jetzt eben getastet habe. Wo man eben dann... Ich hoffe, man sieht das so einigermaßen, wo man dann sieht, inwiefern, in welche Richtung wir gearbeitet haben. Also hier ist es verhältnismäßig gleichmäßig, wie wir sagen, mit so einem Offset versehen, um erstmal den Anschlussquerschnitt auch zu vergrößern. Von der Sache an sich aus, wie würdest du den VR6-Kanal generell einschätzen? Auf einer Skalierung von 0 bis 10? In Bezug auf Durchfluss ab Werk oder Potenzial? Potenzial. Oder? Also wenn ihr jetzt damit fertig seid, ist das schon dem Ideal recht nahe oder ist es nur dem Ideal im VR6-Kopf recht nahe? Eigentlich ist man immer nur dem Ideal im gegebenen Kopf recht nahe. Also man muss immer mit den Gegebenheiten arbeiten. Weil man sieht ja hier zum Beispiel so eine Rundung, die da drin ist. Genau. Die wird wahrscheinlich auch immer bleiben, weil da... Vielleicht der Auslasskanal von dem anderen Zylinder. Genau, der läuft halt genau so, daran der vorbei. So dran vorbeiläuft. Ja. Ne? Ja. Okay, krass. Dann zeig uns doch mal, wie das dann unterm Strich aussieht, wenn jetzt der ganze Zylinder oder vier Kanäle konstruiert sind. Das ist jetzt der fertige Kanal. Das ist, ne? der fertige Kanal. Man sieht halt nach wie vor, dass er verhältnismäßig komplex ist und bleibt, eben weil hier so viel. Hier Kopfstehbolzen durchlaufen. Kann die Maschine ein errechnetes Volumen pro Kanal ausspucken? Oder? Ja, kann sie. Also wir können zum Beispiel jetzt das Kanalvolumen genau anzeigen lassen, was auch ein schönes Indiz oder eine schöne Hilfestellung ist beim Kanal bauen. Weil man eben natürlich auch versucht, das Volumen so klein wie möglich zu halten. Und was natürlich auch Gold wert ist, dass zumindest unter allen Zylindern das gleiche Volumen ist. Dass du nach Möglichkeit auf, jetzt ist natürlich beim VR6-Kopf mit vorderer Bank schwieriger, aber du kannst ja schon immerhin die drei Zylinder auf einer Bank versuchen, einigermaßen anzugleichen. Ja. Ne? Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Einlass
und ein Auslasskanal. Genau. Hier sieht man auch schön wieder, wie dieser Auslasskanal einmal komplett durch den ganzen Kopf geht. Ne? Ja, krass. Kannst du da jetzt zur Sekunde den Originalkanal reinlegen? Den habe ich in einem anderen Programm abgelegt. Den kriege ich jetzt so auf die Schnelle. Okay, macht ja nicht. Schwierig. Bei dem runden Auslass zum Beispiel, der jetzt ja hier auch verhältnismäßig, man sieht es, wie simpel der ist. Das ist eigentlich eine ganz lange Röhre. Sieht aus wie ein Auspuffrohr. Also im Prinzip sieht es wie so ein Auspuffrohr aus. An ein paar Stellen mussten wir ein bisschen feiner tasten, deswegen liegen da mehr Ebenen drin. Es gibt so ein paar kleine Kniffe an dem Kanal, obwohl er so einfach ist. Aber erstmal, ich sag mal, der Bereich hier hinten ist verhältnismäßig einfach. So, und ab hier sieht man oder kann man schon grob erahnen, warum wir an manchen Stellen mehr Ebenen gelegt haben, weil damit, es da ein bisschen komplexer gewesen ist. Damit die Interpolation, also die Verbindung zwischen den Linien, ein bisschen feiner einfach ist. Dass er halt da. Eigentlich ist, je feiner wir tasten, desto schwieriger ist es, einen gleichmäßig schönen, weichen Kanal zu konstruieren. In manchen Ebenen musst du es aber einfach, weil du im Kanal Details erfassen willst oder musst. Okay. Wie viele Werkzeuge brauchen wir, um den Kanal jetzt zu fräsen? Zwei Stück. Einen kurzen Fräser und einen langen Fräser. Das ist der normale Standardfräser, mit dem wir auch von hier oben gleich anfangen. Und dann gibt es von dem noch eine lange Version, die wir einfach brauchen, um in diese ganz langen Einlasskanäle und Auslasskanäle reinzukommen. Okay, so, Optimierung haben wir abgeschlossen, basiert jetzt ein bisschen auf Erfahrungswerten. Können wir in dem Teil, wenn wir am Ende auf der Fließbank sind, können wir ja da nochmal ein bisschen was zu erklären, zeichnen und so weiter, vorher, nachher. Maschine haben wir erklärt. Wie lange braucht die Maschine jetzt ungefähr, um den Kopf zu fräsen? Das sind bei dem ungefähr drei Stunden. Gute drei Stunden. Also erstmal Frühstück jetzt quasi. Nein, okay. Wir machen die Maschine jetzt an, zeigen euch noch ein bisschen Material, wie die Maschine vor sich hin fräst. Wie geht es dann im nächsten Teil weiter? Der nächste Schritt wäre, da der Kopf jetzt sowieso in der Maschine ist, die neuen Taschen noch zu fräsen für die großen Ringe. Der kriegt ja große Ventile, braucht große Ringe. Und die Taschen fräsen wir auch direkt auf der Maschine. Okay. Ja, dann würde ich sagen, los geht's und bis zum nächsten Mal. Ciao.